Reise in die Felder des Todes. In dem bosnischen Ort Zenica suchen Gerichtsmediziner unter dem Schutz der internationalen Friedenstruppe nach den Spuren eines Massakers. Es war wohl einer der ersten Massenmorde in jenem schmutzigen Krieg, den die Serben in den 90er Jahren gegen die moslemische Bevölkerung führten. 114 Opfer werden hier vermutet. Die meisten Leichen weisen Spuren einer Hinrichtung auf. Eine Augenzeugin erinnert sich. Die Soldaten haben Frauen und Kinder von der Brücke ins Wasser hinuntergeworfen und dann sofort auf sie geschossen. Wenn sie im Wasser noch lebten, dann schossen die Serben so lange von oben, bis sie tot waren. Das Haager Kriegsverbrechertribunal will diese Gräueltaten jetzt aufklären lassen. In Bosnien und auch im Kosovo werden noch hunderte solcher Massengräber vermutet. Freitagnacht im Belgrader Nobelviertel Dedinje. Schwarz maskierte Polizisten rücken gegen Slobodan Milosevic vor. Nach langem Zögern hat sich die Regierung nun entschlossen, den Ex-Diktator zur Rechenschaft zu ziehen. Allerdings nur wegen Amtsmissbrauch und Korruption. Schwache Vorwürfe angesichts der von Milosevic angezettelten Kriege in den vergangenen 10 Jahren. Mit seinem Wahn vom Großserbischen Reich stieg Milosevic nach dem Tod Titos zum Führer Jugoslawiens auf. Zehntausende Tote und Millionen Flüchtlinge waren die Opfer seiner zynischen Machtpolitik. Tuzla in Bosnien. Hier liegen die Opfer eines Massakers vom Sommer 1995. In ihrer Heimatstadt Srebrenica können sie nicht bestattet werden. Sie ist inzwischen fest in serbischer Hand. In einer eigens errichteten Halle in Tuzla liegen hunderte von Leichen und Leichenteilen, die noch identifiziert werden müssen. Ein Kabinett des Grauens, das vom Leid der Bosnier zeugt. Eine Gerichtsmedizinerin aus Richmond, Virginia, arbeitet hier freiwillig, um die bosnischen Behörden bei der Identifizierung der Opfer zu unterstützen. Die Zuordnung ist ohne DNA-Analysen kaum möglich. Es gibt nicht viele Menschen, die dies gesehen haben. Wenn man mit dem, was von den Opfern übrig geblieben ist, hier arbeitet, dann denkt man, wenn sie die Mörder fassen, dann werden die nie die Strafe bekommen, die sie verdienen. Das ist frustrierend. Der Untergang von Srebrenica beginnt am 11. Juli 1990. Über 3 Jahre lebten fast 40.000 Menschen in der Enklave, die unter permanentem Beschuss lag. Dann drangen serbische Panzer vor. Holländische Blauhelme sahen tatenlos zu, wie Tausende zur UNO-Basis flüchteten und bei den Schutztruppen vergebens um Hilfe flehten. Diese Bilder eines bosnischen Soldaten sind die letzten aus der umkämpften Stadt. Wegen eines Kameradefektes ist der Rest nur schwer zu erkennen. Menschen klammern sich in Panik an die UNO-Lastwagen. Einige tausend Eingeschlossene machen sich auf einen Marsch, den nur wenige überleben werden. Den Todesmarsch nach Tuzla. Die Serben waren unendlich grausam. Ich habe auf einer Brücke einen Mann mit abgeschnittenen Händen und Füßen gesehen. Er rief, kommt nicht näher, ich bin vermint. Wir konnten ihm nicht helfen. Wir mussten dann weitergehen und ihn dort stehen lassen. Ismail Dedic ist erst im vergangenen Jahr wieder an den Ort des Grauens zurückgekehrt. Seine Familie wurde getötet, sein Haus ist zerstört. Und in seinem Garten entdeckte er Knochenreste von Menschen. Hier führte der Weg der Flüchtlinge von Srebrenica nach Tuzla. Ich vermute, dass es sich um Menschen aus Srebrenica handelt, die hier verscharrt worden sind. Die Strecke war der Hauptfluchtweg von Srebrenica nach Tuzla. Es scheint so, als ob die Opfer hier in eine Falle gelockt und dann ermordet wurden. Hinweise auf Massengräber hatte die US-Luftaufklärung schon vor 6 Jahren. Deutlich sind die Spuren frisch aufgeschütteter Erde zu erkennen. Srebrenica heute. 8000 bosnische Männer werden seit dem Krieg vermisst. Von vergleichsweise wenigen nur hat man bisher Gebeine gefunden. Und nach den Mördern fragt hier unter den Serben niemand. Denn noch immer gibt es den Wahn vom Großserbischen Reich und Milosevic gilt als Held. Gestern Nachmittag in Belgrad, Solidaritätsdemo der Sozialisten für ihren Parteichef Milosevic. Der Ex-Diktator hatte angekündigt, er werde sich nicht lebend ergeben. Doch dann muss ihn irgendwann der Mut verlassen haben. Nach 36 Stunden Belagerung trat er den Weg ins Gefängnis an. Zagreb mitten in Europa. Wieder einmal Waffenstillstand, der 8. Und wieder einmal Luftalarm. Die kroatischen Krieger ziehen sich in den nächstgelegenen Keller zurück. Nach der Entwarnung werden sie weiterkämpfen. Für den Frieden ist es zu spät. Wie spät ist es? 3 Uhr in 2 Minuten.
Haben Sie schon gehört, dass es um 3 Uhr einen Waffenstillstand gibt? Dali ste već čuli da će u 3 sata biti totalno primirje? Ne. Niste čuli? Keine Ahnung. Nein, die haben es nicht gehört. Jagdszenen anno 1991. In diesem Hochhausviertel sind Schüsse gehört worden. Jetzt sucht die kroatische Bürgerwehr fieberhaft nach dem Heckenschützen. In diesen Armeeblocks wohnen pensionierte serbische Offiziere, belagert von ihren Nachbarn. Was haben Sie gerade gemacht hier? Što ste sada upravo radili? Snajper še lovi na zadnjem katu na gore. Jesi tu znam snajpaci. Und wo ist der? Gdje se nalazi? Gure negdje na negdje. Irgendwo auf dem Hochhaus. Polizisten haben die Häuser durchkämmt und nichts gefunden. Vielleicht war es ein Fehlalarm. Die Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Buchstäblich weit ab vom Schuss. Das Zagreber Hauptquartier der Waffenstillstandsbeobachter der Europäischen Gemeinschaft. 150 Herren in Weiß auf ihrer persönlichen Camel Trophy. Überleben im Dschungel des Bürgerkrieges. Ohne Waffen und ohne Kompetenzen. In Jugoslawien wird die schnelle Eingreiftruppe der EG-Beamten deshalb als Eisverkäufer verspottet. Auf beiden Seiten der Front. Die einzige Gemeinsamkeit im auseinandergebrochenen Vielvölkerstaat. Zadar am Tag nach dem Waffenstillstand. Die Nonnen der Hafenstadt haben kein Vertrauen mehr. Nicht in die Feuerpause, nicht einmal in die Kraft ihrer Gebete. Sie warten auf das erste Schiff nach tagelanger Seeblockade. Fluchtpunkt Italien. Hilfestellung vom langen Arm der Nationalgarde. Die Nonnen haben keine Berührungsängste. Das Gemetzel in Jugoslawien ist auch ein Religionskrieg. Römisch-katholische Kroaten gegen slawische orthodoxe Serben. Trost und Zuspruch für die Zurückbleibenden. In der Stadt hält sich die serbisch kontrollierte Bundesarmee verschanzt. In den Bergen um sie herum hat der Krieg nicht einmal Luft geholt. In Zeiten wie diesen gewinnt die Bibel an Bedeutung. Allerdings das Alte Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die EG-Beobachter kämpfen einstweilen gegen das Wetter. Der Auftrag dieses Stoßtrupps, die kroatische Küste zu patrouillieren. Doch dass es überhaupt eine Feuerpause gibt, hat man vielerorts noch gar nicht gemerkt. Wieder herrscht Luftalarm. Visite im Touristenstädtchen Karlobag. Wo sich sonst deutsche Urlauber tummeln, waren 600 Flüchtlinge aus dem heiß umkämpften Landesinneren einquartiert. Bis zum Vortag. Dann kamen 2 Jagdflugzeuge, schossen auf das Hotel und die spielenden Kinder am nahen Strand. Nach dem Waffenstillstand. 2 Kinder sind tot, 7 schwer verletzt. Die überlebenden Flüchtlinge sind noch einmal geflohen, in andere Hotels. Freie Betten wenigstens gibt es zuhauf. Schließlich ist Jugoslawien ein Urlaubsparadies. Ein Mann von der Bürgerwehr zeigt den Hotelstrand. Plötzlich fallen Schüsse. Nervös nestelt der Mann am Sicherungshebel seiner Kalaschnikow. Die Schüsse hatten sich offenbar versehentlich gelöst. Den Ernstfall hätte Ivan Stunic nicht überlebt. Sein Vater und sein Bruder sind von Serben massakriert worden. Der Tod der beiden Flüchtlingskinder hat den 38-Jährigen endgültig gebrochen. Die unsere Kinder, die Schweine. Ich werde zurück machen, gehen. Zurück in Zadar. Die Bundesarmee hat ihr eigenes Munitionslager bombardiert, damit es nicht den Kroaten in die Hände fällt. In den Trümmern suchen all jene nach einer noch brauchbaren Kalaschnikow, die bis jetzt noch keine haben. Kinder und Jugendliche vor allem. Dass zwischen den verkohlten Gewehren auch scharfe Minen lauern, stört hier niemanden sonderlich. Frag ihn mal bitte, rufen mal zu. Was sind die noch, Schatz? Dem ganz links, was will, was wollen Sie mit dem Gewehr? Stora, bitte vor am Fuß kommen. Stora, mir ich versuche, sie zu reparieren. Beirut, das ist jetzt nur noch 1000 Kilometer von Deutschland entfernt. Das ist von den Minenwerfer. Ist sie noch scharf? Kann sie noch explodieren? Sie ist scharf und sie kann jeden Moment explodieren. Vorsicht! Ein paar Handgranatenwürfe weiter
das größte Hotel der Stadt. Von Scharfschützen abgesichert setzten sich hier erstmals die örtlichen Kommandeure der kroatischen Nationalgarde und der jugoslawischen Bundesarmee an einen Tisch. So weit auseinander wie möglich. Den Rambos draußen ist selbst das schon zu nah. Jetzt sind ja in einem Moment drin die Friedensgespräche. Glauben Sie, dass das was bringt? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nur Kämpfe, weil die Gespräche schon genug gemacht. Die Friedensgespräche sind zu Ende. Irgendwelche Folgen haben sie nicht. Glauben Sie, dass die Chance auf den Frieden jetzt größer ist? Dann müssen Sie die Chance in einer Primi Stata Veča. Ich kann nichts genau sagen. Der Armeekommandeur führt wieder auf seine Seite der Front. Die Feierabend-Rambos auf die ihre. Sie haben ihren Privatwagen mitgebracht. Krieg in der S-Klasse. Gospic gleich hinter den Küstenbergen. Eine Fahrt durch die Kleinstadt wird zum Horrortrip in die Realität des Krieges. Einst wohnten hier 6000 Kroaten und 4000 Serben Tür an Tür. Jetzt ist Gospic zerstört. Erst haben die mit Minenwerfern auf das Hotel eingeschlagen und vor 5 Tagen war ein Flugzeugangriff, sogar mit den verbotenen Kassettenbomben. Auch das Krankenhaus von Gospic, das einzige der Region, wurde von den Kämpfen nicht verschont. Aus der gegenüberliegenden Kaserne wurde die Klinik gezielt mit Panzern und Artillerie beschossen. Auf der anderen Seite von serbischen Chetniks unter Feuer genommen. In 2 Wellen griffen die MiGs der Bundesarmee an. Jetzt ist die Kaserne zwar in kroatischer Hand, aber rund um die Stadt wird noch gekämpft. Im notdürftig ausgerüsteten OP ringen die wenigen Ärzte und Schwestern, die nicht geflohen sind, um das Leben eines älteren Mannes. Der Zivilist wurde von Splittern aus einer Panzergranate schwer getroffen. 2 fingerdicke Splitter operieren die Ärzte heraus. Ob es wirklich alle sind, wissen sie nicht. Das Notstromaggregat liefert nicht genügend Energie für die Röntgenanlage. Nach der Operation legt die Schwester ihre Pistole wieder an. Es ist der 4. Waffenstillstandstag. Das ist die Pistole meines Bruders. Die Chetniks haben ihn getötet. Jetzt ist sie meine kleine Erinnerung an ihn. Ich habe einfach Angst allein draußen vor dem Hospital. Vor der Tür ausnahmsweise auch mal Anlass zur Freude. Die Frau des Krankenwagenfahrers hat gerade ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Die Eltern der Mutter können das Glück nicht teilen. In ihrem Dorf wird noch heftig gekämpft. Anna soll das Kriegskind heißen. Der Vater ist sicher, dass es Kroatien Glück bringt. Jugoslawien im Advent, auf dem Weg nach Vukovar, auf dem Weg in die Apokalypse. 7 Monate lang ist am Rand der Bundesstraße 7 zwischen Kroaten und Serben erbittert gekämpft worden. Zuerst in der Nachbarschaft, von Tür zu Tür mit Messern und Pistolen, dann übernahmen Panzer, Jagdbomber und Feldhaubitzen die mörderische Völkerschlacht mitten in Europa. Vor 10 Tagen wurde der Krieg vorläufig gewonnen, von den Serben. Sie haben die Bundesstraße 7 befreit, wie sie stolz verkünden. Stein um Stein, Ziegel für Ziegel. Heldenhaft eben, männlich bis ins Mark. Geflohene Serben kehren in ihre zerbombte Heimat zurück. Oft nur für Stunden, um aus den Trümmern zu retten, was noch zu retten ist. Den Tod ständig vor Augen. Auch die Sieger gönnen sich einen Blick auf die Opfer. Aufgereiht am Straßenrand wie Trophäen nach der Staatsjagd. Weichziele heißen Zivilisten im Militärjargon. Im Kugelhagel sind Tausende getroffen worden. Jetzt werden sie nummeriert für die Massengräber. Während die Überlebenden ringsumher versuchen, ihre Ruinen wieder wohnlich herzurichten. Ein Verzweiflungsakt. Die Front ist gerade 5 Kilometer entfernt. Die nächste Granate. Kommt bestimmt. Weil im Kampfgebiet Särge inzwischen so rar sind wie der Wille zum Frieden, werden die Leichen in Plastiksäcke verpackt. Die sind billig, hygienisch und nach entsprechender Übung auch viel leichter zu handhaben. Eine Erfindung natürlich aus Amerika. Ob diese Toten nun Kroaten oder Serben waren, keiner kann das mehr feststellen. Jugoslawien im Advent. Erst in der Plastiktüte sind alle gleich.
Heimaturlaub. Dieses Ehepaar ist gerade aus Deutschland gekommen, um nach dem Abflauen der Kämpfe nach dem Rechten zu sehen. Das Ihr Haus? Ja, das ist davon. Das war. Haben Sie hier gelebt? Ja. Was wollen Sie denn jetzt machen? Wir bauen wieder. Ich will wieder hier sterben und fertig. Bauen wieder. Was denken Sie über den Krieg? Ich kann mir nicht äußern. Ich kann nichts sagen. Was denken Sie über den Krieg? Was ich über den Krieg denke? Dabei hatte aus serbischer Sicht alles so gut angefangen. Stolz zeigte das Belgrader Fernsehen Panzer und Artillerie, die einen tödlichen Ring um Vukovar gezogen hatten. 86 Tage lang wurde die Donaustadt, in der 22.000 Kroaten mit 19.000 Serben gelebt hatten, sturmreif geschossen. Am 87. Tag war der Widerstand der kroatischen Kämpfer gebrochen. 19. November. In langen Elendszügen krochen die Menschen aus den Kellern der Stadt. Nach 3 Monaten oft zum ersten Mal. 7.000 Tote hat es in Vukovar gegeben, sagen die Kroaten. Von 2.000 Leichen sprechen die Serben. Die Freude am Sieg kann keine der beiden Zahlen trüben. Vukovar nach der Befreiung. Eine Geisterstadt. Die sichtbare Kapitulation des menschlichen Verstandes. Um sich verlustreiche Häuserkämpfe zu ersparen, hat die Armee 87 Tage lang wahllos in die eingekesselte Stadt hineingeballert. Nicht ein Gebäude ist unbeschädigt. Jeder Quadratmeter von Geschossgarben durchsiebt. Allein der gegenseitige Hass ist den Menschen von Vukovar noch geblieben. Guten Tag, guten Tag. Was machen Sie hier gerade? Wir ziehen aus. Es ist furchtbar. Werden Sie niemals zurückkommen? Wie sollten wir denn hierher zurückkommen? Was ist das noch? Daran sind die kroatischen Faschisten schuld. Man muss ihnen allen die Kehlen durchschneiden. Viele alte Menschen haben 50 Jahre nach Vertreibung, Mord und Folter durch kroatische Ustascha-Horden nun durch den Bombenhagel der eigenen Armee ein zweites Mal ihre Heimat verloren. Sie fliehen auf die andere Donauseite. Worauf warten Sie hier? Ich warte auf ein Auto, das mich und meine Sachen mitnehmen kann. Ist das alles, was Sie haben? Ich besitze ein bisschen mehr, aber ich kann es nicht mitnehmen. Alles ist kaputt. Das ist alles, was ich retten kann. Was denken Sie nun über Vukovar? Dafür habe ich einfach keine Worte. Die Sieger bahnen sich unterdessen mit wehender Fahne ihren Weg. Vinkovci, die Nachbarstadt, soll als nächste fallen. Übrigens, es ist Waffenstillstand. Der 14. 7 Kilometer vor Vukovar. Das Städtchen Borovo. Einst eine Gummifabrik und 25.000 Einwohner. Hier zur Hälfte Serben und Kroaten. Jetzt ist auch diese Stadt befreit. Ein Trümmerfeld in jeder Beziehung. Dragan Cvicevic zeigt das Grab seines Vaters. Der hatte keine Beine mehr, war 62 Jahre alt und Serbe. Deshalb wurde er von einem Kroaten erschossen, sagt Dragan. Die Existenz, ein kleines Café, ist zerstört. Wie alle anderen Häuser von Borovo. Dragan war einer der ersten Serben, die zurückkehrten.
Werden Sie Ihren Vater rächen? Ich habe ihn schon gerecht. Wie? Ich habe sie umgebracht. Ich habe sie sofort getötet. Das ist die Pistole meines Vaters. Die war 4 Monate vergraben. Damit habe ich Kroaten getötet. Die hässlichen Betonburgen von Borovo. Der Krieg hat sie nun endgültig unbewohnbar gemacht. In den Straßen liegen Trümmer, Blindgänger, Minen und Leichen. Dieser Mann musste sterben, weil er mit den Kroaten zusammengearbeitet haben soll. Vor 2 Tagen hat man den angeblichen Verräter gestellt. Er hat seine Kleidung gewechselt. Die haben sich alle umgezogen, als sie sahen, dass sie verloren hatten. Der Kindergarten ist der schrecklichste Ort in Borovo. Hier war die letzte Bastion der Kroaten. Hier haben sie ihre Geiseln erschossen, bevor alles vorbei war, behauptet Dragan. Das hier sind Serben. Was ist mit ihnen geschehen? Die wurden hier hingerichtet. Wir haben nichts davon gewusst. Wir haben gekämpft, ohne zu wissen, dass sie hier getötet wurden. Kennen Sie einen der Toten? Diesen hier kenne ich. Er hieß Dragan, so wie ich. Auf der Spielwiese vor dem Kindergarten sind Dutzende frische Erdhügel aufgeworfen. Die Toten vom Beginn der 3-monatigen Schlacht, als es noch nicht zu viele waren, sie zu begraben. Die Überlebenden von Borovo kratzen in den Ruinen das karge Gut zusammen, das ihnen der Krieg noch gelassen hat. Die Front ist zu nah, um den Neubeginn jetzt schon zu wagen. Insgesamt 800.000 Menschen sind in Jugoslawien auf der Flucht. Ein Ende des Gemetzels ist nicht in Sicht. Als spielende Kinder vor 11 Jahren hier die Madonna gesehen haben wollten, glaubte man in den Bergen von Medjugorje an ein göttliches Zeichen. Der Frieden sollte über die Menschheit kommen, doch es kam der Krieg. Hinter dem Erscheinungsberg stehen serbische Truppen mit schwerer Artillerie. Im bosnischen Grenzgebiet tobt der Bürgerkrieg. Nur die zurückgebliebenen Dorfbewohner kommen noch regelmäßig zur Messe. Aus Angst vor Luftangriffen bleibt das Gotteshaus geschlossen. Es gibt ein gutes Ziel ab für die Granatwerfer. So muss man in den Keller, den sichersten Ort des Dorfes, um dort für Frieden zu beten. Tägliche Informationen über den Frontverlauf. Wir sind hier jetzt. Also das ist die Kirche. Das können wir sagen, das ist das Zentrum. Schurmanzi, das ist also jetzt, das ist die Front hier, ja. Hier ist eine Region. Hier ist sogenannte gewünschte Grenze mit Serbien. Und die Serben von der anderen Seite zerstören alles, was nicht serbisch ist. Kroatisch, muslimisch und alles ist absolut zerstört. Und jetzt hören Sie die Detonationen, das ist jetzt weiter Richtung Mostar. Immer wieder fährt Bruder Ivan diese Strecke.
Aus dem frommen Franziskaner ist ein Kriegskaplan geworden, der jetzt häufiger auf dem Schlachtfeld als in der Kirche seinem Herrn dient. Anfangs hatte er den Soldaten Zigaretten und Mineralwasser gebracht. Jetzt kommt er immer häufiger, um seelischen Beistand zu geben und kriegsmüde Fragen aus dem Weg zu räumen. Eine der häufigsten Fragen, die gestellt werden, ist: Was soll ich tun, wenn ich jemanden töten soll? Klar, die Theologie sagt, nur Gott kann einem das Leben nehmen, denn er hat es gegeben. Aber das ist etwas ganz anderes. In diesem Fall muss das sein. Schließlich muss man sich doch verteidigen. Wir kämpfen um unser nacktes Leben, um unsere Häuser. Wir verteidigen unsere Heimat. Seit Wochen schon wird in Bosnien-Herzegowina geschossen. Die Zahl der Toten kennt niemand. Tausende müssen es sein und Hunderttausende sind auf der Flucht. Etwa 150 Kilometer östlich der kroatischen Hafenstadt Split stehen sich die verfeindeten Truppen gegenüber. Teile der Bundesarmee und serbische Freischärler auf der einen, kroatische Soldaten auf der anderen Seite. Ihnen hat der uniformierte Kaplan Rosenkränze mitgebracht. Gerade noch rechtzeitig, denn die Kompanie muss wieder an die Front. Fromme Aufkleber hatte er beim letzten Mal dabei. Glaubst du an Gott? Ja. Und was bedeutet für dich das Bild der Jungfrau auf dem Gewehr? Oh, es bedeutet sehr viel. Sie gibt uns Kraft, Sicherheit. Allen unseren Kämpfern. In einem alten Bauernhaus, 3 Kilometer von dem serbo-kroatischen Schlachtfeld entfernt, haben die vorrückenden Gotteskrieger ihr lokales Hauptquartier eingerichtet. Von hier werden die Heerscharen in den Krieg geschickt. Man bereitet sich auf einen längeren Aufenthalt vor. Wir sind in diesen Krieg hineingegangen und haben gedacht, er sei schnell zu Ende. Wir haben uns auf die Weltpolitik verlassen, auf die Unterstützung durch die Vereinten Nationen. Doch jetzt wird es immer schlimmer. Dieser Krieg ist nur noch militärisch zu entscheiden. Wir müssen unsere Feinde zertreten. Bruder Ivans Fahrt geht weiter durch zerschossene bosnische Dörfer. Vor einigen Tagen haben Kroaten dieses Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht. Sie kämpfen hier gemeinsam mit ihren bosnischen Verbündeten. Befreite Gebiete nennen sie die Ortschaften. Doch wo sie stationiert sind, stehen meist nur noch Ruinen. Die Bewohner sind längst geflüchtet, Richtung Westen. Die Schüsse kommen aus dem Osten. Pass auf, Vorsicht, hier kann in jeder Sekunde was runterkommen. Wie wird dieser Krieg zu Ende gehen? So wie es sein muss. Was heißt das? Wir werden siegen und die werden nachgeben. Sie brechen zusammen. Danach sieht es im Moment allerdings nicht aus. Erst vor 2 Wochen sind 3 Granaten in diesem Wohnhaus eingeschlagen. Das Schlafzimmer wurde total zerstört. Und noch immer feuern serbische Kämpfer wahllos auf bosnische Ortschaften. Auf kroatischer Seite antwortet man mit Fantasie. Das ist ein falscher Raketenwerfer. Wir müssen listig sein, weil der Gegner uns technisch überlegen ist. Ihre technische Überlegenheit nutzen die Besatzer allerdings vorwiegend zur Bombardierung der wehrlosen Bevölkerung. Bilder aus der belagerten Stadt Sarajevo. Diese Menschen hatten nur kurz die Luftschutzbunker verlassen, um sich nach Brot anzustellen, als der Marktplatz mit Artilleriegranaten angegriffen wurde. Bilanz des Infernos, 20 Tote, über 160 Verletzte. Helfer, die Leichen bergen wollten, wurden von Heckenschützen unter Feuer genommen. Es wird Jagd gemacht auf alles, was sich bewegt. Auch der Wagen unseres Kamerateams wird beschossen.
Haubitzen der serbischen Truppen, die sich auf dem Rückzug befinden, feuern über die Berge. Die Straßen ins Bergdorf Čabikuće, nördlich von Dubrovnik, sind kaum passierbar. Hier sind kroatische Soldaten aus Zagreb einmarschiert, doch die Berge sind immer noch in serbischer Hand. Irgendwo verläuft hier die bosnisch-kroatische Grenze. Doch so recht interessiert das niemanden mehr in der Vielvölkerschlacht auf dem Balkan. Titos kommunistisches Jugoslawien hatte die nationalistischen Rivalitäten mit einer serbisch dominierten Einparteiendiktatur verdeckt. Jetzt bricht der konservierte Konfliktstoff blutig auf. Čabikuće ist jetzt fest in militärischer Hand. Das Bataillon der Tiger aus Zagreb hat das Bauerndorf eingenommen und zur Kommandozentrale umfunktioniert. Von der Zivilbevölkerung leben noch genau 4 Menschen in dem zerstörten Ort. Sie waren zu alt, um mit den anderen vor den serbischen Soldaten zu flüchten. Allein blieben sie im Bombenhagel zurück, bis zuerst die serbischen und dann die kroatischen Soldaten kamen. Sie haben uns alle in einem Haus vorgefunden. Der Ort wurde mit Granaten angegriffen. So ging das die ganze Zeit. 15 Tage waren wir eingesperrt. Sie haben gesagt, man muss die faschistische Ustascha vertreiben. Es war furchtbar. Die Granaten, die Bomben, Himmel und Erde haben gebebt. Wo ihre Angehörigen sind, wissen die 4 Alten aus Čabikuće nicht. Die sind auf der Flucht. Irgendwo im Norden, wo es sicherer ist als in den Bergen. Und wo es etwas zu essen gibt. Sie wollen zurückkommen, wenn der Krieg vorbei ist. Doch das kann dauern. Mittlerweile verlassen die ersten Flüchtlinge den Hafen von Split. Ein paar Tausend sind es. Sie sollen erst einmal nach Rijeka, etwas weiter nördlich in Kroatien. Die Männer dürfen nicht mit auf die Fähre. Polizisten kontrollieren die Eingänge. Man rechnet mit einer weiteren Mobilisierung. Es gibt nicht genug Freiwillige für den Krieg. Wen haben Sie zurückgelassen? Mein Mann, meine Mutter und alles andere. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich Sarajevo jemals wiedersehen werde und ob ich meine Freunde wiedersehe. Wer weiß, ob sie überhaupt noch leben. Wie lange sind Sie jetzt unterwegs? 5 Tage, seit Dienstag. Für wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, zurückzukehren? Es sieht schlecht aus. Was ich von denen gehört habe, die ich telefonisch dort erreichen konnte, ist es schrecklich. Wir werden für lange Zeit wegbleiben. Die Frauen und Kinder aus Sarajevo sind in Sicherheit. Viele ihrer Angehörigen sind bereits tot. Freitagnacht, nur wenige Tage nachdem die Flüchtlingsfähre Split verlassen hatte, meldeten die Agenturen neue Angriffe auf Sarajevo. Die Stadt steht in Flammen. Donnerstag, 23. Juli 1992, kurz vor Mitternacht. Der dritte Flüchtlingskonvoi der UNO trifft in Karlovac ein. Die Reise hat nicht lange gedauert. Gerade 100 Kilometer hinter der bosnisch-kroatischen Grenze haben sie gewohnt, seit Generationen. Es sind vor allem Moslems, die von den serbischen Freischärlern aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. In dem Dorf Bosanski Novi haben sie alles zurückgelassen. Ihre Häuser, ihre Habe, ihre Hoffnungen. Einige ältere Verwandte durften dort bleiben.
Viele Männer mussten es, entweder von den feindlichen Serben als Kriegsgefangene oder Geiseln eingesperrt, andere von den eigenen, bosnischen Truppen für den Bürgerkrieg rekrutiert. Die Lage unübersichtlich, der Frontverlauf unklar, die Angst und das Entsetzen allgegenwärtig. Die Lage ist kriminell. Unsere Familien sind dort geblieben. Aber wir können nichts sagen. Mein Vater und meine Mutter sind zurückgeblieben, da können wir nichts sagen. Mit diesem UNO-Konvoi durften zum ersten Mal auch junge Männer das Kriegsgebiet verlassen. Ausnahmsweise werden sie nicht von den hier regierenden Kroaten zurückgeschickt an die Front, wenn man denn hier im allgemeinen Chaos des Bürgerkrieges überhaupt von einer Front reden kann. Dieser Mann kommt aus einem Dorf, wenige Kilometer hinter der Grenze. Er ist der einzige Überlebende eines Massakers. 27 von meinen Verwandten sind umgebracht worden. Das waren meine engsten Familienangehörigen. Alle 27 lebten in meinem Dorf. Man hat sie ermordet. Es war in der Nacht. Ich bin in den Wald geflüchtet und habe mich versteckt. Nur diese 9 Verwandten von mir haben überlebt. Sie hatten vorher den Ort verlassen. Über 2000 Flüchtlinge sind in dieser Nacht von den UNO-LKWs gebracht worden. Die Serben hatten sie sogar aus den von ihnen beherrschten Gebieten an die Grenze gebracht. Man will die muslimischen Bewohner Bosniens loswerden, tot oder lebendig. So leisten die Vereinten Nationen im Namen humanitärer Hilfe im Endeffekt den Serben Hilfe bei der Säuberung der von ihnen beanspruchten Gebiete. Es ist ein gnadenloser Kampf der Nachbarn gegen die Nachbarn. Vertreibung im brutalsten Sinne. Vor kurzem hatten die Kinder noch miteinander gespielt. Wir haben überhaupt keine Sachen zum Leben, Arbeiten, gar nichts. Keine Essen, kein Trinken. Wenn ich gehe in die Stadt, will ich kaufen für den Jungen. Den kann ich nicht kriegen, weil ich mit dem Muslim, für uns gibt's nicht. Es ist, als sei der kollektive Wahn ausgebrochen. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges hatte man unter der Diktatur des Tito-Sozialismus mehr oder weniger friedlich nebeneinander hergelebt. Doch jetzt ist der alte Hass zwischen den Kroaten und Moslems auf der einen Seite und den Serben auf der anderen in barbarischer Brutalität neu aufgebrochen. 50 Jahre alte Massaker der mit Hitler-Deutschland verbündeten Kroaten an den Serben werden jetzt blutig vergolten. Wollte die faschistische kroatische Ustascha-SS während des Zweiten Weltkrieges das Land serbenfrei morden, so versuchen heute extremistische Serbenfreikorps, die Kroaten und die Moslems zum Teufel zu jagen. So hat die Geschichte 47 Jahre nach Kriegsende vom Balkan her auch die Deutschen wieder eingeholt. Im Bonner Wasserwerk, dem provisorischen Parlamentssitz, wird eine historische Debatte geführt. Darf die Bundesmarine ein Kriegsschiff in die Adria schicken, um das UNO-Embargo gegen das kriegsführende Serbien mit abzusichern? Die Parlamentarier sind auf Antrag der SPD kurzfristig aus den Sommerferien geholt worden. Klar ist, dass das wiedervereinigte Deutschland seinen normalen Einsatz machen muss, so wie andere klassische Demokratien in Europa auch. Daran führt kein Weg vorbei. Das gehört wirklich zu den Lehren der deutschen Geschichte, dass es beim Einsatz deutscher Streitkräfte keine Grauzone geben darf. Das sind wir unseren Erfahrungen verpflichtet. Das sind wir übrigens auch schuldig den Soldaten in der Bundeswehr, die exakt wissen müssen, wozu sie verpflichtet sind, welches Risiko in ihrem Dienst eingegangen werden muss. Kein Zweifel. Der symbolische Akt, ein Schiff ins Krisengebiet zu schicken, ist Zeichen für eine historische Wende. Am Mittwochabend letzte Vorbereitungen für das Auslaufen der Fregatte Niedersachsen in Wilhelmshaven. Das Schiff soll den Zerstörer Bayern ablösen, der bereits in der Adria kreuzt. An Bord 211 Mann Besatzung, davon 41 Wehrpflichtige. Und? Aufgeregt? Obermann Walter hat Besuch an der Wache. Passt mir nicht. Ja, auch nicht. Wieso nicht? Nö. Kein Bock dahin zu fahren. Einfach. Was soll ich denn da? Wir werden halt ein bisschen in der Adria rumschippern. Wir werden unseren Job erledigen, wie jeder andere auch. Nur, dass wir teilweise halt gezwungen sind, mehr oder weniger als Wehrpflichtiger.
Aber ich meine, von uns hat jeder die Chance gehabt, halt zu verweigern. Dafür ist es nun zu spät. Auch für den Versuch der SPD, die Aktion auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen zu lassen. Die Bundesmarine hat den Auftrag, Blockadebrecher in der Adria zu observieren, zu melden und notfalls anzurufen. Mehr darf sie nicht. Kein sehr kriegerischer Einsatz zunächst. Doch Kriege haben ihre Eigendynamik. Seit 4 Monaten wird hier in Südbosnien gekämpft, wenn man den einseitigen Beschuss denn als Kampf bezeichnen will. Die Stadt Mostar hatte einmal 110.000 Einwohner, davon sind jetzt noch 7.000 bis 8.000 hier. Die übrigen geflohen oder tot. Serben waren in der Minderheit. Die meisten Bewohner waren muslimische oder katholische Bosnier. Die Stadt, 500 Jahre alt, liegt in Trümmern. Dass die Serben mit uns so umgehen dürfen und dass wir nur leiden müssen, nur leiden und zuschauen, bis die ganze Welt das nur zusieht, ohne was zu tun. Während das Team in den Trümmern der Stadt dreht, die einmal Mostar war, fallen wieder Schüsse. Das sind die Berge, auf denen sich die Chetniks versteckt haben. Von dort her haben sie Tausende von Granaten auf die Stadt geschossen. Ihnen waren die Kinder genauso gleichgültig wie die anderen Menschen, die Frauen und die Alten. Hunderte von Kindern und Alten und Frauen sind gestorben. Genauso wie die Männer, die Soldaten natürlich. Vor uns sehen wir die furchtbaren Berge, auf denen sie ihre Kanonen aufgestellt haben. Dieser alte Mann hatte sich 17 Tage im Wald versteckt gehalten und hatte so das Bombardement überlebt. Halb verhungert wurde er zufällig gefunden und zurück in die Stadt gebracht. Als er zum Krankenhaus gefahren werden soll, heulen die Sirenen. Ein Artillerieangriff steht bevor. Hat es schon angefangen? Es kann jeden Moment losgehen. Und dann geht es los. Wie schon hunderte Male zuvor schlagen die Granaten der schweren Kanonen hoch oben in den Bergen über der Stadt in die zerbombten und fast menschenleeren Straßen ein. Die serbischen Belagerer wissen, wann die wenigen überlebenden Bewohner am Vormittag aus den Kellern kommen, um sich ihre spärlichen Lebensmittelrationen abzuholen. Der Angriff hat Erfolg. Ein Überlebender sucht in den Papieren eines Toten. Im Inferno des Bürgerkrieges will man wenigstens die Namen der Opfer auf die Grabkreuze oder Steine schreiben, je nach Religionszugehörigkeit. Ein Rest von Zivilisation soll erhalten bleiben. Kaum 2000 Kilometer entfernt. Letzte publizistische Vorbereitungen auf den ersten zaghaften Kriegseinsatz der Bundeswehr. Mit Kameras, Küsschen, Tränen, stillgestanden, Gruß und letztem Appell wird die Niedersachsen verabschiedet. Zum Abschied der hoffentlich nicht kämpfenden Truppe erscheint deren höchster Offizier, der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Klaus Naumann. Der Auftrag ist in erster Linie, Solidarität mit unseren Bündnispartnern zu zeigen und in diesem Sinne Mast und Schutzbruch und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. In 3 Monaten freuen wir uns, wenn Sie wieder zurück in Deutschland sind. Auf Wiedersehen, Soldaten! Satzung, Stillstand! Augen rechts! Und während sich das einsame deutsche Kriegsschiff auf die Reise ins Kriegsgebiet macht, bereiten sich im kroatischen Karlovac, 60 Kilometer vor Zagreb, die Kriegsflüchtlinge auf ihre Reise nach Deutschland vor. Großzügig hat sich die Bundesrepublik bereit erklärt, 5000 Flüchtlinge aufzunehmen, als gutes Beispiel für die übrigen EG-Staaten. Dabei wird es nicht bleiben können.
Denn bis Ende des Jahres soll es allein aus Bosnien 1 Million Flüchtlinge geben. Man rechnet mit der größten Massenflucht und Vertreibung seit Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Die Serben wollen reinen Tisch machen. Sie haben Menschen gezwungen zu unterschreiben, dass sie freiwillig aus ihren Häusern ausziehen, damit es so aussieht, dass die Menschen freiwillig ausziehen. Die Menschen mussten unterschreiben. Hier sehen Sie, sie mussten sich auch bei der Polizei abmelden. Alles sollte nach freiwilligem Auszug aussehen. Wir haben die Menschen aus den Dörfern vertrieben, die Menschen, die gar nicht gekämpft haben. Und keiner von uns Moslems hat gekämpft. 15 von ihnen haben sie weggeschleppt, ohne dass UNO-Soldaten das gemerkt haben. Die 15, die auch wie alle anderen unschuldig sind, haben sie im Keller eines Hotels eingesperrt. Wahrscheinlich werden sie sie foltern.